Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tolle Wolle. Ich bin Laura und ich darf euch auf diesem Kanal ein bisschen das Stricken näher bringen. Und ich dachte heute, da es so herbstlich und kalt und ekelhaft draußen ist, gucken wir uns mal an, wie man diese ultra weiche, flauschige Tasche strickt. Sie ist flexibel anpassbar in der Größe, das erkläre ich auch. Sie ist im Grunde super einfach zu stricken für Anfänger. Ist es trotzdem mit einer gewissen Schwierigkeit verbunden, denn ich kann hier zumindest nicht super genau zeigen, wie man den Kreuzanschlag macht, rechte Maschen strickt und abkettet, einfach weil man das bei diesem flauschigen Garn nicht so gut erkennen kann. Aber die Tasche selber ist total easy und ich hoffe, sie macht euch genauso viel Spaß wie mir. Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und damit würde ich sagen, schauen wir uns auch mal direkt an, was es dafür braucht. Um diese kleinen, super duper flauschigen Taschen zu stricken, braucht es überhaupt nicht viel, aber vor allen Dingen das Wissen darum, wie man Maschen anschlägt, wie man rechte Maschen strickt und wie man Maschen abkettet. Wenn ihr euch bei diesen Sachen nicht so sicher seid, dazu habe ich auch schon mal ausführliche Videos aufgenommen. Schaut einfach mal im Kanal vorbei, gebt mal an rechte, linke Maschen stricken oder auch Kreuzanschlag, da findet ihr Anleitungen dazu. Dieses Garn ist so ultra flauschig, ich kann das hier leider im Detail nicht zeigen, sodass man es gut erkennen kann. Aber ansonsten ist es alles super simpel. Wir haben hier zuallererst natürlich einmal Stricknadeln. Da könnt ihr hier so eine Rundstricknadel nehmen. Die ist von Spitze zu Spitze gemessen 60 cm lang und 9 mm dick. Dann habe ich eine Vernähnadel, die hat hier jetzt hinten so eine Schlaufe, da könnt ihr irgendeine Vernähnadel nehmen, Hauptsache euer Garn passt hinten durch, eine Schere und natürlich Garn. Ich habe jetzt hier Garn, das heißt Creative Petit Lapin Super Chunky, auch wieder ein Mund voll und kommt mit einer Lauflänge von 60 Metern auf 100 Gramm. Das ist aus 100% Polyester. Es ist im Grunde ein veganes Fell, finde ich aber super und hoffe, dass es mir ganz lange treue Dienste erweisen wird. Ich habe jetzt hier die Farbe 008 und es kommt mit einer vorgeschlagenen Nadelstärke von 8 bis 10 mm. Da liege ich mit 9 mm also perfekt da drin. Ihr könnt komplett anderes Garn verwenden, wenn ihr wollt. Es ist eine wirklich sehr einfache Anleitung, deswegen ist das total flexibel und eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Guckt einfach mal, wie breit ihr eure Tasche haben wollt, wie lang und welches Garn euch gefällt und wie grob ihr das haben wollt. Ich habe jetzt hier im Grunde mit der Nadelstärke 9 gearbeitet oder bin immer noch dabei, sagen wir es so. Und ich kann ja mal hier so den Zwischenprozess zeigen. Also es ist grob, ne? Ich komme hier mal mit dem Finger durch, ich werde keinen einzelnen Schlüssel hier in meine Tasche später machen, die dann ungefähr so aussehen wird und dann natürlich hier oben noch mit den Trägern, aber mein Handy passt rein, eine Taschentücherpackung passt rein, ich kann da auch meine Mütze mal reintun, also ich bin mit der Größe zufrieden. Wie groß ist das denn? Können wir mal schauen. Ich stricke ja jetzt in die Richtung hoch. Also ich habe 36 Maschen angeschlagen mit meiner 9er Nadel und jetzt momentan ist meine Tasche circa 10, 20, 30, 40, ja und ein paar zerquetschte, 40 cm breit. Also ich stricke das hier so um die 40 bis 45 cm breit, ist ja auch ein bisschen Stretch drin, aber drehe das Ganze nachher noch einmal. Also ich werde sie gleich so zusammenstricken. An den Seiten zusammenstricken, dass ich von oben hier rein kann. Wenn ihr das also niedriger haben wollt, ihr wollt eine kürzere Tasche machen und ihr benutzt dieselben Nadeln und dasselbe Garn, dann schlagt ihr vielleicht nicht 36 Maschen an, sondern nur 30.
Oder wenn ihr anderes Garn verwendet, dann schaut mal, macht am besten eine Maschenprobe, guckt euch an, was auf eurer Banderole steht und schaut mal, wie viele Maschen ihr auf 10 cm bekommt und dann, wie viele Zentimeter breit ihr das haben wollt. Also sagen wir mal, wir haben hier, wie es auf der Banderole steht, 9 Maschen auf 10 cm und ihr wollt es aber nur 30 cm breit machen, dann müsst ihr 3 mal 9 rechnen, 9, 18, 27, dann habt ihr vielleicht nur 27 Maschen. So, ich habe aber entschieden, ich möchte das so hoch haben und so breit. Ich kann jetzt gleich abketten und bin dann zufrieden mit der Größe für meine Tasche. Habe ich schon die Breite gemessen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin jetzt hier auf circa 10, 15, ja, 15 und ein paar zerquetschte Zentimeter. So, ich hoffe, das ist ersichtlich. Wir können jetzt trotzdem gemeinsam einmal Maschen anschlagen und dann ein bisschen losstricken. Dann zeige ich euch, wie es funktioniert und dann treffen wir uns gleich zum Abketten wieder. Also ich hatte ja entschieden, ich arbeite mit 36 Maschen und wenn ich Maschen anschlage und es dümpel so um so eine zweistellige Zahl rum, dann messe ich aus, wie viel Garn ich brauche, indem ich es so oft um die Nadel schlinge, wie ich Maschen anschlagen möchte. Das sind jetzt 2, ungefähr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wäre jetzt die Länge für 10 Maschen und wenn ich das jetzt einfach hier so ein paar Mal verdopple, das wären jetzt 20 Maschen, das wären 30 Maschen und das wären 40 Maschen und dann möchte ich am liebsten noch was behalten, damit ich es nachher gut vernähen kann. Also ich nehme nochmal etwas extra, dann habe ich auf jeden Fall genug Garn und muss das nachher nicht wieder aufmachen, weil ich merke, beim Maschenanschlagen ist es zu kurz geworden. Ich mache jetzt hier meine Anfangsschlaufe, also ich lege das Garn zweimal oder halt so einmal um meine Finger, dass ich hier so eine Schlaufe bilden kann und ziehe jetzt gleich meinen Faden einmal hier durch und habe eine Schlaufe, mit der ich arbeiten kann. Und die ziehe ich jetzt einmal über meine Nadel drüber und am besten nicht allzu fest, sonst kommen wir nachher nicht mehr rein. Und jetzt habe ich hier meinen Anfangs- oder meinen Endfaden und hier den Arbeitsfaden, der zum Knäuel geht. Und die schnappe ich mir jetzt und schlage 35 weitere Maschen an, denn eine habe ich ja schon. Und ja, das kann ich jetzt nicht super im Detail zeigen, weil ich finde, man kann das hier nicht so gut erkennen. Also schaut euch gerne mein Kreuzanschlag-Video an, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, wie das geht. Hier einfach wichtig, zieht nicht zu stramm. Also gebt eurem Garn, vor allen Dingen, wenn ihr dasselbe Garn nutzt, wirklich ein bisschen Raum, damit es auch so flauschig aussehen kann wie möglich nachher und nicht zu, ja, sich selber beengt. Und wenn wir die 36 oder wie auch immer viele Maschen, die ihr anschlagen wollt, angeschlagen haben, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt ziemlich wahrscheinlich 36 Maschen angeschlagen. Jetzt kommen wir ja so ein bisschen an diese Tücke des Garns. Man muss einfach immer mal wieder so ein bisschen fühlen, ob man denn richtig ist. Also es ist wirklich ein Garn, das einem viel verzeiht. Wenn man mal eine Masche größer oder kleiner macht, ist das gar kein Problem. Das Wichtigste ist einfach, keine zu fallen zu lassen. Ihr könnt auch mal aus Versehen zwei zusammenstricken, dann habt ihr halt eine Masche weniger. Ich glaube, das wird auch nicht auffallen, aber eben lasst keine fallen und auch beim Zählen einfach sicher sein, dass ihr hier wirklich immer eine einzelne Masche erwischt. Also zum Beispiel 1, 2, 3, 4, da kann man sich gut an dieser Webkante orientieren. Es ist ja quasi gewebt und dann stehen hier so die Fransen draus. Also zählt einfach mit Geduld 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Bis ihr auf eure 36 oder wie viel auch immer Maschen kommt. Und das Stricken selber ist super easy. Wir stricken ganz stumpf nur rechte Maschen, also kraus rechts. Nicht, dass man von dem Muster nachher wirklich was erkennen kann. Also hier noch mein Tipp an euch.
erste und letzte Masche stricken wir auch einfach ganz stumpf rechts. Guckt immer, dass ihr wirklich gut in diese Masche reinkommt. Fühlt mit euren Fingern, es ist wirklich ein Strickprojekt, in dem es Fingerspitzengefühl braucht. Und trotzdem kann man nicht allzu viele Fehler machen. Also jetzt zum Beispiel merke ich, hier sind mehrere Maschen hintereinander. Für die ersten Reihen dauert es auch immer erstmal ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt hat. Aber man kann die eigentlich ganz gut mit den Fingern separieren. Guckt, dass ihr hier eure Masche erwischt und strickt eine rechte Masche nach der anderen. Macht das wirklich schön langsam und geduldig. Achtet darauf, dass ihr die Maschen nicht allzu fest zieht. Prokelt hier eure Nadel rein. Bei so einem in Anführungszeichen kleinen Projekt haben wir ja auch nicht 1 Million Maschen, mit denen wir arbeiten müssen. Also das Projekt ist trotzdem schnell gestrickt und es fühlt sich unfassbar schön an den Fingern an. Also probiert euch gerne aus. Wir stricken jetzt hier wirklich rechte Masche, rechte Masche, rechte Masche und so weiter und so fort, bis wir auf die gewünschte Länge kommen. Und das ist bei mir eben, was ich vorhin ausgemessen hatte, so ungefähr 15 cm und ein paar zerquetschte in die Höhe. Und dann kann ich abketten. Und ihr seht schon, das sieht wunderschön aus. Dann kann ich abketten und meine Seiten zusammennähen. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal, bis wir an der gewünschten Höhe oder Länge, wie man es auch immer nennen möchte, angekommen sind und ketten dann gemeinsam ab. Wenn ihr die gewünschte Höhe erreicht habt, dann könnt ihr gemeinsam mit mir abketten. Auch hier achten wir wieder darauf, dass wir die Maschen erwischen und stricken die erste Masche ganz normal rechts und auch die zweite Masche ganz normal rechts. Und hier muss man jetzt eben ein bisschen sich reinfühlen, aber ich bin mir sicher, dass wir mittlerweile genug Übung drin haben, dass wir hier diese ältere Masche, also von diesen beiden Maschen die ältere Masche erwischen und mit unserer Nadel einmal aufnehmen und über die neuere Masche drüber ziehen. Das ist im Grunde ein ganz normales Abketten. Ich glaube, dazu habe ich auch schon mal ein Video aufgenommen. Also ihr habt immer zwei Maschen hier auf der rechten Nadel. Schnappt euch dann die zuletzt gestrickt, also die, die näher an eurem Arm ist. Und geht hier von links nach rechts mit eurer Nadel nochmal rein und zieht sie dann über die andere drüber. Da müsst ihr manchmal mit dem Daumen ein bisschen mithelfen, dass die nicht auch von der Nadel flutscht. Und so geht das immer weiter. Und achtet hierbei auch gerne darauf, dass das nicht zu stramm ist. Also, dass wir wirklich dann auch ein bisschen, also sagen wir jetzt mal, wir lassen diese hier über die andere rutschen. Dass wir diese, die noch hier drauf ist, die können wir so ein bisschen lockerer ziehen. Also natürlich bitte nicht zu locker, aber so, dass sie noch gut um die Nadel liegt, ohne hier zu fest dran gezurrt zu sein. Denn dann kann es sein, wenn man das zu stramm macht, dass sich dann nachher die eine Seite der Tasche so ein bisschen zusammenzieht. Das wollen wir nicht. Also ganz normales Abketten hier. Ich würde sagen, wir treffen uns gleich wieder, wenn wir am Ende angekommen sind. Bis dahin immer munter die ältere Masche über die neuere Masche drüber ziehen und fallen lassen. Und das machen wir ungefähr 36 Maschen lang. Auch bei der letzten Masche mache ich es genau so. Ich stricke sie, ziehe die ältere über die neuere, also diese zuletzt gestrickte Masche, und kann jetzt hier einmal so ein bisschen mein Garn länger ziehen. Habe hier eine Schlaufe und kann hier unsere letzte Schlaufe noch einmal mit unserem Garn füttern. Dann festigt sich das richtig schön und ihr könnt den Faden abschneiden. Ich habe das vorhin schon gemacht, damit ich euch
am Anfang des Videos hier das schon mal zeigen konnte. Deswegen bitte nicht wundern, ich habe jetzt hier sicherlich mindestens 2 Unterarmlängen, die ich jetzt gleich auch zum Vernähen nehmen kann. Jetzt habe ich hier einen Faden und hier einen Faden, mit dem ich vernähen kann. Auch das kann ich euch nicht super genau zeigen. Wir müssen zum Vernähen hier unser Garn durch unsere Vernähnadel ziehen und einfach mal fühlen, wo denn die Maschen sind, in die wir uns reinprokeln wollen. Also gut erkennen kann ich hier ja meine Kanten, also diese Ecken, und die gilt es wirklich aufeinander zu bringen, und der Rest ist Gefühlssache. Also ich möchte hier auf jeden Fall ein paar Mal in diese Maschen rein, hier oben in der Spitze, damit das wirklich gut hält. Also hier werde ich sicherlich 2-mal mich durch die Maschen prokeln, denn ich finde, das ist somit der wichtigste Teil, dass hier oben die Tasche nicht aufgeht, da keinen Schlitz bildet. Und dann bin ich aber ziemlich großzügig hier mit meiner Nähkunst. Wenn ich mal eine Masche nicht perfekt erwische, ist das auch in Ordnung. Hauptsache, ich finde hier etwas auf der Seite und etwas auf der Seite, mit dem ich arbeiten kann, und ziehe dann hier meine Nadel durch. Gibt es auch verschiedene Nähtechniken, aber ihr seht, man sieht im Grunde nichts. Also man kann nachher nicht sehen, wie sauber oder unsauber man gearbeitet hat. Es verschwindet alles in der schönen Struktur des Garns. Je nachdem, was für Garn ihr verwendet, könnt ihr das jetzt einweben oder solltet ihr das einweben. Also einmal hin und zurück ist eigentlich ganz gut, bevor man es kurz schneidet. Weil mein Garn jetzt hier so schön in dieser Struktur der Tasche verschwindet, werde ich jetzt, glaube ich, das komplette Garn hier einfach einweben. Ich gehe hier so ein bisschen durch die Maschen, und das hier ist jetzt der Taschenboden. Also ihr seht, die Seite ist zusammengenäht, die ist noch offen. Ich mache das jetzt hier durch den Taschenboden. Dadurch gebe ich dem nochmal extra Halt und auch nochmal so ein bisschen extra Garn, um das so ein bisschen dichter zu machen und zu verschließen. Guckt da einfach mal, was für Garn ihr verwendet, wie lang das noch ist. Da ist wirklich also viel, viel Spielraum. Am besten ist das immer auf der Innenseite der Tasche zu machen, egal welches Garn ihr verwendet. Ich finde, verweben ist meistens immer innen am besten. Und ihr seht, ich mache das hier auch wirklich ganz grob. Einfach ein paar Mal hin und her. Wenn ihr das fertig vernäht habt, müsst ihr jetzt entscheiden, wie lang denn euer Henkel sein soll. Wollt ihr daraus eher eine Handtasche machen, die ihr so tragen könnt, oder zum Beispiel, wie ich, einen Umhängebeutel. Der soll ungefähr so hoch sitzen wie meine Hosen, also in Bauchnabelhöhe. Und dann habe ich einmal von der Bauchnabelhöhe hier von der Seite gemessen über meine Brust, hinter meinem Rücken wieder zurück, und das sind 114 cm insgesamt. Das Ganze möchte ich flechten mit 3 Strängen, und beim Stricken gilt ja normalerweise, je weniger Knoten, je weniger man knotet, desto besser. Deswegen werde ich hier zumindest auf der einen Seite meine Stränge, die ich dann zum Flechten brauche,
hier mit so einer Schlaufe befestigen. So, wie funktioniert das Prinzip? Ich habe versucht, das vorhin zu erklären. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich brauche für die 114 cm Länge insgesamt ein bisschen längere Einzelstränge, denn durch das Flechten schrumpft der Zopf auch immer ein wenig. Also ich werde jetzt hier 2 Meter veranschlagen pro Strang. Und weil ich die hier nicht einzeln festknoten möchte, für den Fall, dass sie hier sich doch voneinander lösen, werde ich 2 4 Meter Stränge erstmal schneiden. Und wie ich die hier gleich befestige, das zeige ich euch im nächsten Schritt. Ich habe hier jetzt 2 4 Meter Stränge und die werde ich jetzt einfach einmal hier so in der Hälfte falten. So, fangen wir mal mit einem an. Gucken wir mal, ob es passt, bis ich hier ans Ende komme. Und hier habe ich ja so eine schöne Krümmung. Ihr seht, da hat der Produzent auch schon einen Knoten gemacht. Also ab und an kann man einen Knoten doch nicht ganz vermeiden. Und jetzt finde ich hier an meiner Kante eben eine Lücke, wo ich noch so 2-3 Maschen drüber ertasten kann, damit hier auf jeden Fall genug ist, mit dem ich arbeiten kann, genug Festigkeit. Und hier durch dieses Loch ziehe ich jetzt das Ende von meinem ersten Doppelstrang und kann den jetzt einfach einmal durch sich selber durchziehen und an meiner Tasche befestigen. So. Das ist jetzt ein schöner Doppelstrang. Dasselbe mache ich jetzt mit Strang Nummer 2. Und da könnt ihr einfach mal gucken, wie dick ihr am Ende euren Träger haben wollt. Ich finde es jetzt mit 4 so Strängen eigentlich am schönsten, werde sie aber wie 3 Stränge flechten, weil ich das am leichtesten finde. Und ich nehme einfach gleich einen Strang doppelt. Das macht gar keinen Unterschied. Also ich finde hier wieder mein Loch. Und ziehe auch hier meinen Doppelstrang durch zum Befestigen. Und ich glaube, das war es schon. Oder ist hier jetzt gerade... Hier ist jetzt irgendwas hängen geblieben. So. Und jetzt habe ich hier 4 Stränge. Ihr könnt es sehen. Ich nehme einfach einen Strang doppelt und die anderen beiden Stränge einzeln und kann jetzt munter flechten. Es muss gar nicht so stramm sein. Hauptsache, ich verknote mich hier nicht total. Also ich finde am besten eine Möglichkeit hier, um mein Täschchen zu stabilisieren. Irgendwas Schönes, Schweres draufstellen und kann jetzt hier ganz entspannt meinen Flechtträger gestalten. Die Technik, bevor ich es vergesse, ist übrigens so für die, die wirklich noch nicht geflochten haben, ist, wir haben 3 Stränge und wollen immer einen in die Mitte bringen. Also sagen wir jetzt mal, wir fangen hier an mit dem links außen, den in die Mitte von den anderen beiden und dann den, der auf der gegenüberliegenden Seite war, in die Mitte von diesen beiden. Also immer rechts, links im Wechsel. Jetzt wäre wieder links dran, kommt in die Mitte von den beiden und rechts kommt in die Mitte von den anderen beiden. So, manchmal dreht es sich, muss man so ein bisschen nach Gefühl dann auch machen. Also wir haben hier rechts kommt hier in die Mitte, links kommt hier in die Mitte. Rechts kommt auch wieder in die Mitte, also immer Mitte, 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 Mitte. Und das Schöne bei diesem Garn ist, dass es ziemlich fest ist, also ihr werdet nachher nicht irgendwie eine ausgeleierte Tasche oder einen total ausgeleierten Träger haben. Kann natürlich sein, dass wenn ihr anderes Garn verwendet, dass es dann irgendwann ausleiert, aber ganz ehrlich, wenn es das tut, dann schneidet ihr irgendwann den Träger ab und kürzt ihn nochmal und macht halt eine Handtasche draus, die ihr mit der Hand tragen könnt. Also bevor das Ding wegkommt, dann lieber nochmal anpassen in der Höhe.
Ich habe mir das jetzt mal um die Schulter gelegt und bin jetzt hier sehr zufrieden mit meiner Länge. Ich habe jetzt hier meine einzelnen Stränge, die ich, ja, ich könnte jetzt hier einen Knoten reinmachen. Ich denke, das ist auch in Ordnung, denn das wird nachher eh hier an der Kante verschwinden. Deswegen mache ich jetzt einfach mal hier schon mal einen Knoten, damit das schon einmal gesichert ist. Und wenn ich den festziehe, fällt es kaum auf. Und habe jetzt hier noch diese Stränge, die ich hier an der Seite meiner Tasche befestigen will und werde auch wie hier wieder einen Ort finden, wo so ungefähr 2-3 Maschen über meinem Finger sind, so dass ich hier auf jeden Fall genug Festigkeit habe und kann jetzt hier meine, ja, 2 von 4 Stränge durchziehen. Ich denke, das ist in Ordnung. Machen wir mal so. Auch hier gibt es wieder 1001 verschiedene Möglichkeiten, um das zu befestigen. Aber ich denke, so klappt das ganz gut. Und die kann ich jetzt super fest miteinander verknoten. Also einmal. Und dieses Garn ist wirklich, wirklich sehr fest. Also da mache ich mir jetzt keine allzu großen Sorgen, dass das aufgeht. Und noch ein zweites Mal. Und wer möchte, kann jetzt diese Stränge kurz abschneiden. Also ich merke wirklich, das hält sehr gut. Oder auch innen verweben. Also ihr verwebt die einfach nochmal innen. Damit könnt ihr eurer Tasche auch nochmal etwas extra Festigkeit geben, zum Beispiel auch hier oben, wenn ihr so mit jedem Strang 1-2 Mal hin und her strickt, dann sorgt ihr auch dafür, dass das hier oben nicht besonders ausleiert. Oder wer möchte und das pfiffig findet, kann sie auch hängen lassen, wie so ein kleines, ja, Anhängsel. Ich werde sie jetzt noch hier innen verweben, wünsche euch aber dabei ganz viel Spaß. Ich glaube, wir wissen mittlerweile, wie das funktioniert. Findet hier einfach so ein paar Maschen, durch die ihr das durchziehen könnt und schneidet es nachher ab. Am besten, dass es innen versteckt ist. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz fröhliches Nachstricken. Meldet euch gerne in den Kommentaren. Lasst mich wissen, ob ihr das nachgestrickt habt und wenn ja, wie ihr zurechtgekommen seid. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, von euch zu hören, über einen Like und ein Abo sowieso und wünsche euch bis zum nächsten Mal ganz, ja, fröhliches Nachstricken. Bleibt gesund, habt einen schönen Herbst und bis bald. Ciao!